Der Heilige Geist lehre euch, wenn ihr das Wort Gottes hört. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Er schickt seine Strahlen, seine, sein Licht in unser Leben, damit es hell wird in unserem Leben. <coughs> Heute bitte ich den Heiligen Geist, dass er euch wieder erleuchtet, dass ihr er erkennt, was er uns sagen will. Ich bin sehr dankbar, dass Gott, Gottes Diener uns die Bibel aufgeschrieben haben. Die Bibel sagt, jeder, jeder Vers und jedes Wort Gottes wurde von Gott. Äh, Gewirkt. Das Wort Gottes dient uns, uns zu lehren, uns zu ermahnen und uns zu helfen, äh, gute Menschen zu sein. Und es lehrt uns, dass wir in der Gerechtigkeit wachsen. เพื่อเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างดังนั้นเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเรามีพระคัมภีร์เป็นมาตรฐาน das ist unsere เมื่อเรามีคําถามในใจว่าอะไรถูกอะไรผิดเราต้องไปตรวจกับพระคัมภีร์ Und um festzustellen, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch, das, das müssen wir an der Bibel prüfen. Die Bibel, das Wort Gottes ist über meinem Leben und über mir. Denn die Bibel ist das Wort Gottes des Gottes, der die Welt geschaffen hat. ดังนั้นเราควรที่จะศึกษาพระวจนะเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงคิดอย่างไรตอนที่มารซาตานพยายามมาทดลองพระเยซูให้ทำบาป Jesus hat พระเยซูตอบบอกว่าและมีพระวจนะเขียนไว้ว่า it is written hat Jesus immer geantwortet, es steht geschrieben. Jesus, uh, Jesus hat immer mit der Bibel geantwortet. Ha, heen, wa, ben, kwam, jing, ben, und er ist uns ein Vorbild darin, dass wir immer die Bibel als unsere Grundlage und als unsere Richtschnur und Unterrichtlinie entnehmen müssen. <lacht> <lacht> Son, Prejau, und so arbeitet Gott auch bei mir und beim Pastor Helmut, dass sein Wort äh, gepredigt und hervorgebracht wird. Die Bibel sagt, die Menschen werden vernichtet oder verstört, weil, sie, ähm, weil ihnen das Wissen fehlt. คริสเตียนที่มีสติปัญญาอยากจะรู้พระคัมภีร์คริสเตนที่ฉลาดสินหรือที่กูดก็ตอนนที่ที่ว e า i m m ม r ี e h r ร e s e uh, 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 n vom จ o r t Gottes เมื่อท่านรู้พระคัมภีร์หรือรู้ความจริงหรือสัจธรรมและนำไปปฏิบัติท่านจะมีชัยชนะและได้รับพระพรและเมื่อที่นเมื่อานาันด์ลิสต d นวิสตุสี a n s บบบบบบบ n บ i บ auch den segen gottes bekommen ผมเชื่อว่าท่านก็เป็นคนนั้นละครับอยากรู้พระวจนะอยากรู้ความจริงและท่านอยากจะมีชัยชนะ ich glaube dass du einer bist der das die die kennen möchte der sieg haben möchte und der den segen gottes bekommen möchte นี่เป็นคําสอนตอนที่3เรื่องเกี่ยวกับความรักของพระเจ้า das ist die dritte folge von der lehre über die liebe gottes ว่าพระเจ้าสแสดงความรักต่อเราโดยการตักเตือนเรา Gott zeigt uns seine Liebe, durch, indem er uns ermahnt. Pitt, wenn wir sündigen. Wenn wir was falsch machen. Oder wenn wir Gott nicht gehorsam sind. sind. Ihr Lieben, der Maßstab Gottes liegt sehr hoch. Gott hat keine Sünde, er kennt keine Sünde. และเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์ก็ทำบาป so และผลตามมาของความบาปก็คือความหายนะหรือความล้มเหลว und die Folge der ผลตามมาก็คือความไม่มีสันติสุขไม่มีความสุข eine Frucht oder eine Folge der Sünde ist, dass wir keinen Frieden haben. Dann kommt Krankheit und Armut herein und äh, Unfälle und, was, und oder, dass es uns schlecht geht und der Fluch Gottes. Die Sünde kann man nicht untereinander unter den Menschen untereinander äh, festlegen oder äh, ja We müssen gott als maßstab nehmen <tie> du wirst vielleicht sagen ich habe noch nie eine bank überfallen <tie> Ich habe auch noch keinen äh, äh, erschossen ich habe keine Sünde getan, ich habe ja hab keine Bank überfallen, oder? Weißt du, wenn du anfängst zu sorgen, was morgen sein wird, auch da, da, da fängst du schon an zu sündigen. Denn diese Sorgen äh, zeigen, และการไม่มีความเชื่อต่อพระเจ้าวางใจพระเจ้าก็คือความบาปนั่นเองมนุษย์ทุกคนพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปรวมถึงตัวผมด้วยผมก็ยังทำผิดพลาดอยู่ทุกๆวันเพราะผมไม่รู้พระคัมภีร์ทั้งหมด Denn ich kenne die Bibel nicht, nicht alles in der Bibel. Und ich bin noch längst nicht vollkommen wie Jesus, der überhaupt nie gesündigt hat. Aber weil Gott mich liebt und dich liebt. Und wenn wir anfangen zu sündigen oder vom Weg abzukommen, dann liebt er uns sehr und möchte nicht, dass wir verloren gehen. Er möchte nicht, dass wir immer tiefer sinken. Sei es die Gesundheit, sei es in der Familie, dass es Durcheinander gibt. Oder in den Finanzen. Bei der Arbeit, in der Arbeitsstelle. Ong, jing, tong, tag, tuean, Darum muss Gott uns immer wieder ermahnen. Ong, ah, ja, tong, long, with, nai, Manchmal muss er uns disziplinieren. Dass wir erschrecken und sagen, halt, jetzt muss ich aufhören damit. Letzten, letztes Mal habe ich gelehrt über 2. Samuel 7, Vers 14. พระกรมวีบอกว่าเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราถ้าเขาทําบาปเราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ด้วยการเเคี่ยนอย่างบุตรมนุษย์ทั้งหลาย Das a g t Gott zu uns Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein wenn er sündigt will ich ihn mit menschen r u t e n und mit menschlichen schlägen strafen เราได้เรียนว่าเมื่อเราดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้น Wir lesen hier, dass wenn wir bockig und nicht Gott gehorchen, dann wird der Schutz Gottes, der über uns ist, weggenommen. Anujahrt, Welt, leu, dann lässt Gott es zu, dass böse Menschen uns schädigen und dass sie, äh, dass sie uns, uns beläst, beläst, belästen, belästigen. Entschuldigung. Lea, ตื่นตัวขึ้นบอกเอ๊ะฉันทำอะไรผิดสงสยัยฉันต้องกลับใจแล้วล่ะเนี่ย r d a d u r การตื่นตัวขึ้น n u n บอก g e n h a น t i อ h h ร b e doch irgendwas falsch ่ e เนี่ยนั่นคือการตีสอนของพระเจ้าหรือการลงวินัยของพระเจ้าประการที่หนึ่งที่เราเรียนครั้งที่แล้ววันนี้เราจะดูต่อว่าการลงวินัยของพระเจ้าประการที่สองคืออะไร Heute lernen wir noch eine andere Art, wie Gott uns äh, diszipliniert. In Hiob 33, Vers 19 lesen wir. Auch wenn er ihn durch Schmerzen auf seinem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern, äh, ermahnt. าาการถูกตีสอนจากพระเจ้าหรือการถูกลงวินัยจากพระเจ้าประการที่สองก็คือว่าเกิดการเจ็บป่วย Die zweite Art, wie Gott uns bestraft oder ermahnt, ist Krankheit. ผมไม่ได้บอกว่าพระเจ้าเอาความเจ็บป่วยมาให้เรานะครับ Ich sage nicht, dass die Krank, dass Gott uns die Krankheit schickt. ที่จริงแล้วเวลาที่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทํา Und wenn es auch uns so vorkommt, als, äh, als ob Gott uns Böses schickt, in der alten Bibel, also im Urtext heißt es, Gott hat nicht, das Böse kam nicht von Gott direkt. Gott schickt, bringt nicht seine äh, Krankheit in dein Le deinen Leib hinein. <laughs> Aber Gott nimmt seinen Schutz weg. und Wenn dieser Schutz weg ist, dann kommen Krankheiten oder äh, auch äh, Geisteskrankheiten und alles mögliche in unser Leben herein. Die Zeit, die Zeit Hier lesen wir im Hiob, auch warnt er ihn durch Schmerzen auf seinem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern. Ich bin Christen, um 38, 39 bin jetzt 38, 39 Jahre Christ. Und das habe ich immer wieder gesehen bei anderen Menschen. Ich kenne einen Mann, der hat Ehebruch begangen und es kam zur Scheidung. Und er war nicht bereit umzukehren, obwohl er Christ war

Nach diesem Unfall wurde er wieder mit einer anderen Krankheit krank. und Das konnte, konnte ich mit den eigenen Augen sehen, dass dieser Schutz Gottes weg war. Er war kein Mitglied in meiner Gemeinde, aber ich habe es immer hab's sehr deutlich gesehen, was, welche Folgen das hatte in seinem Leben. Als ich die Gemeinde in Seattle aufgebaut habe, 1988, im Jahre 1988, da war ein Mann, der war etwa zehn Jahre älter als ich. Den habe ich zu Jesus geführt. Er kam zum Glauben und ich habe ihm die Bibel weiter gelehrt. Also er kam zum Glauben, aber da hatten wir die Gemeinde noch nicht angefangen. Aber so an, in dem Augenblick, als ich die Gemeinde äh, gegründet habe, wurde dieser Mann zu meinem Feind und er fing an überall um zu erzählen dieser Mann der ist nicht der ist nicht fähig Pastor zu sein und das hat sich sehr negativ ausgewirkt auf diese junge Gemeinde denn viele wollten nicht mehr in die Gemeinde kommen

Und ich kann mich erinnern, einmal hatte ich solche, da hat es mein Herz so sehr äh, wehgetan, dass ich unterwegs angehalten habe und äh, anfing, äh, mein, äh, ihm zu vergeben. Und ich habe ihm vergeben und Gott hat mir gesagt, äh, versuche nicht äh, das äh, wieder zu ihn wieder zu schaden. Sei ganz stille, du brauchst dich nicht wehren. Und Gott wird eingreifen. Nicht lange danach habe ich gehört, dass dieser Mann äh, ins Krankenhaus kam in die, und in einen Intensiv, äh, auf der Intensivstation lag. Dann habe ich ihn dort im Krankenhaus besucht. Und er war so krank, dass er fast gestorben wäre. Der Arzt hat mir gesagt, er hatte einen äh, Abszess in der Leber und das ist aufgebrochen

Wage es nicht, die Gemeinde Gottes zu zerstören. Dieser Mann hat die Gemeinde versucht zu zerstören und wollte sich äh, mich kaputt machen. <fuge> Ich habe für ihn gebetet und er ist nicht gestorben, er, er durfte weiterleben. <laughs> Danach hat er nicht mehr schlecht über mich und die, über die Gemeinde geredet. <laughs> das sind zwei Geschichten, die ich jetzt erzählt habe. <laughs> Ihr Lieben, wir sollten leicht und gerne umkehren. Wenn wir diesen Spezialschutz Gottes gebrauchen, die wir dass wir nicht äh, krank werden und sch schlimme Krankheit bekommen, oder dass Satan uns schlägt, unseren Körper schlägt, dass wir krank werden und, oder unheilbar krank werden, uns schlägt, unseren Körper schlägt, dass wir krank werden oder unheilbar krank werden, oder dass wir seelisch krank werden, dass wir ähm, ähm, traurig werden und immer, immer nur noch sehr traurig sind und Depression haben. Wir sollten so schnell wie möglich umkehren. Gott liebt uns doch. Er ermahnt uns für erst. Und Wenn wir gleich umkehren, dann braucht

das Zweite ist, wenn dieser Schutz fehlt, dass die Krankheit hereinkommt in unser Leben. Diese ganze Welt ist voller Krankheit und voller Flüche. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren äh, Arzt. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren Arzt. Und ich habe es mit vielen Patienten zu tun. Ich kann ein Lied davon singen, wie viel äh, Krankheit es in dieser Welt gibt. Und ich fürchte Gott von ganzem Herzen. Ich will nicht mehr sündigen. Ich will so schnell wie möglich umkehren. Ich will so schnell wie möglich umkehren. denn ich brauche den schutz gottes über mir und über meiner familie สดุดีบทที่39ข้อ11บอกว่าเมื่อพระองค์ทรงตีสอนมนุษย์พร้อมไปกับการดุว่าเรื่องความชั่วพระองค์ทรงทําลายสิ่งที่เขารักเสียอย่างตัวมอดทําลายมนุษย์ทุกคนเป็นแต่ลมหายใจแน่ทีเดียวเซลา beim psalm 39 vers 12 da lesen wir wenn du den menschen züchtigst Um der Sünde willen, so verzehrst du seine Schönheit wie Motten ein Kleid. Ach, wie gar nichts sind doch alle Menschen. Sela. Die dritte Art und Weise, wie Gott uns äh, bestraft, ist, dass er dass uns das wegnimmt, was wir lieben. <coughs> <coughs> haben, so Jeder Mensch hat was anderes, was er gern, gern hat oder liebt. Sicher, wir lieben unsere Kinder und unsere Frau. <coughs> Vielleicht liebst du dein Haus über alles. <coughs> <coughs> oder deinen Sportwagen. Oder deine Arbeit, dass du sie, deine Arbeit zum Götzen wird. บางคนรักเงิน ben, das Geld. เช่นบางคนเข้ามาในโบสผมนะบอกว่าถ้าไม่มีตำแหน่งเขาอ,ออกจากโบสไม่อยู่ต่ออยากได้ตำแหน่งมากอยากได้ position บางคนรักมอเตอร์ไซค์ e ัน n รีรักมอเตอร์รมตอร์ไซ์หรือถ้าท่านเป็นคนหนุ่มสาวอาจจะรักเกมบน iPad ที่ท่านเล่นอยู่ทุกวันเล่นเกมทุกวัน Andere, wenn du äh, noch jung bist, dann liebst du die äh, Computerspiele oder am iPad den ganzen Tag. Andere wieder lieben ihren Hund. Pianistin, wenn wir nicht von Gott hören, kann Gott uns ermutigen, das, was wir lieben, auszulösen.

Zu wenig Arbeit. Als er äh, in der Regierung war und eifrig dabei war, die Feinde zu äh, und das, das Land zu regieren und viel zu tun hatte, da kam man nicht auf dumme Gedanken. Aber als er äh, Krieg vorbei war, dann ist er oben auf seinem Dach spazieren gegangen. Und dann sah er eine Frau, die gebadet hat da unten. Diese Frau hatte schon einen Mann. Aber er wollte diese Frau als seine Frau haben. Und dann hat er Pläne geschmiedet, dass sein, der Mann dieser Frau auf dem im Kriegsfeld äh, getötet wurde. Das war einer, der Gott wirklich liebte und wirklich den Willen Gottes getan hatte, die ganze Zeit. Aber er hat gesündigt, er hat die Frau von einem anderen äh, dem anderen hat die Frau von einem anderen weggenommen. Und hat den Mann von dieser Frau getötet oder töten lassen. Das ist ein Grund, warum Pastor Da und ich viel zu tun haben immer und, und wirklich eifrig beschäftigt sind. Dann haben wir keine Zeit, uns mit der Sünde abzugeben oder a dumme d e e g n k ผม u ะอ่า e ในหนังสือ2ซามูเอลบทที่12ให้ฟังข้อ13บอกว่าดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานว่าเราได้ทําบาปต่อพระยาเวแล้วและนาธานทูลดาวิดว่าพระยาเวทรงให้อภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทจะไม่สิ้นพระชน da s น์ทศพพระเจ้าดาวิดกับนาธานฉันได้ทำบาป e n อ e ระเจ้า Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. David hat, um, ist umgekehrt sofort. <laughs> er hat die Schuld zugegeben. <laughs> Und doch musste Gott ihn bestrafen, weil er eine hohe Verantwortung hatte. พระฟาพระบาทได้หมินประมาทพระยาเวจริงๆด้วยการกระทําครั้งนี้ราชโอรสที่ประสูติมานั้นจะสิ้นพระชนแน่นอนแล้วนาธานก็กลับไปยังบ้านของเขาแล้วพระยาเวทรงทําให้ราชโอรสนั้นซึ่งภรรยาของอูริยาประสูติให้แก่ดาวิดประชวนหนักและนาธานพูดต่อว่าและเพราะ d ่าคุณทำใ d e ัตรูของพระเจ้าถ e s ทำให้ล่วงลับด้วยเหตุการณ์นี wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim und der Herr schlug das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, dass es todkrank wurde. <laughs> War nicht Gott, der diese Krankheit der Badzeba e e das war r nicht in Kind von n i got g มันก็เป็นการปกป้องออกไปทำให้มารซาตานสามารถทำร้ายลูกของเขาได้พี่น้องครับผมเรียนรู้อย่างหนึ่งการที่จะได้รับิออนาาาาจจจกกพระเ้้มมตงีความรับผิดชอบมาก Menschen, die eine hohe Salbung, eine starke Salbung haben und die Gott viel gebraucht die von denen wird auch viel verlangt von Gott. Darum sagt die Bibel, die Lehrer sollten aufpassen, denn sie lehren andere und müssen dafür gerade stehen. <laughs> Leute, die eine hohe Stellung haben, die eine große Verantwortung tragen, wenn die sündigen oder fallen, dann verliert Gott sehr stark sein Gesicht. Und da muss die Strafe für diese Leute auch stark, also kräftig sein. Um ein Sein für alle anderen, nicht ข้อสิบ16พูดต่อว่าดาวิดก็ทรงอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อพระกุมารน,นั้นและดาวิดทรงอดอาหารและบรรทมบนพื้นดินคืนยังรุง่งข้อ17พวกผู้ใหญ่ในราชสำนักของพระองค์ก็ลุกขึ้นมายืนเข้าเฝ้าอยู่หมายจะทูลเชิญให้พระองค์ทรงลุกจากพื้นดินแต่พระองค์ก็ไม่ทรงยอมและไม่เสวยกับเขาทั้งหลาย Und David suchte Gott um des Knäbleins willen und fastete. Und wenn er heimkam, lag er überda, über Nacht auf der Erde. Da, da traten herzu ja, die Ältesten seines Hauses und wollten ihn aufrichten von der Erde. Aber er wollte nicht und aß auch nicht mit ihnen. <laughs> ไม่กล้าทูลดาวิดว่าพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วเขาพูดกันว่าดูสิเมื่อพระกุมารนั้นทรงพระชนอยู่เราทูลพระองค์พระองค์ไม่ทรงฟังเสียงของเราแล้วเราจะทูลได้อย่างไรว่าพระกุมารนั้นสิ้นพระชนแล้วพระองค์ก็อาจจะทําอันตรายต่อตัวพระองค์เองใน verse 18 l s e n wir am siebten Tag aber starb das Kind und die Knechte Davids fürchteten sich ihm zu sagen dass das Kind tot wäre Denn sie dachten, siehe, als das Kind noch le am Leben war, redeten wir mit ihm und er hörte nicht auf uns. Wie könnten wir ihm nun sagen, das Kind ist tot? Er könnte ein Unheil, er könnte ein Unheil anrichten. Das ist ein Beispiel dafür, dass Gott äh, uns

Wir wollen nicht unsere Zukunft aufs Spiel setzen. Es kann sein, dass der Satan uns das, was wir geliebt haben, weggenommen hat. Es kann sein, dass wir unsere Arbeit, die wir geliebt haben, weggenommen bekommen. Oder viel Geld verloren haben. Oder unsere Frau oder den Mann verloren haben

Gott fürchten, lass die Bibel uns studieren, damit wir wissen, was richtig und falsch ist. Dass wir erkennen, das ist der Wille Gottes und das ist nicht der Wille Gottes. Wenn der Heilige Geist uns ermahnt. Oder wenn Menschen, die uns lieben, uns ermahnen. กลับใจให้เร็วที่สุดผมเองนะครับพระเจ้ามาเตือนผมหลายเรื่องจนปัจจุบันก็ยังเตือนอยู่เป็นประจำเอลี้ยงก็ทััดมิินนนฟลุ์่อเ์าน์มีในิมจุด,ปปดาห์ที่แล้วผมมีท่าททีี่่่ไมคอยถูกต้อง Vor 14กลับใจพระเจ้าก็มาเตือนผมบอกว่าต้องกลับใจคุก <c oughs> erm ah um ็ทััดมมมิานนนต้อองเื

Es ist viel besser, wenn wir gleich Buße tun und umkehren, wenn wir ermahnt werden, so schnell wie möglich. Und das nächste Mal werden wir weiter studieren diese Sache. Wie Gott uns liebt, indem er uns äh, diszipliniert und bestraft. และเราจะเรียนว่าเราจะตอบสนองต่อการตักเตือนและลงวินัยของพระเจ้าอย่างไรเราจะเรียนผลดีของการที่พระเจ้าตักเตือนเราพระเจ้ารักท่านและผม dich und mich. พระเจ้าอยากให้เราจเจริญรุ่งเรือง Er möchte, dass wir gedeihen und dass es uns gut geht. Und er möchte, dass wir einen guten Abschluss haben in unserem Leben. Er möchte, dass wir ein gerechtes Leben führen, damit wir den Segen Gottes bekommen. Und dieser Segen geht auf bis zu tausend Gliedern nach uns. Ich möchte euch wieder Mut machen, weiterzuhören, dran zu bleiben. Gott beschütze euch und behüte euch. Gott lehre euch jeden Tag. Der Heilige Geist führe euch. Ich möchte, dass Gottes Gnade euch. ganz erfüllt. Und segne euch. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie die Lehre bis zum Ende angehört haben. Ich bin mir sicher, dass der Herr Ihnen die Wahrheit offenbart hat und das Licht auf Ihre Seele scheinen lässt. Sie werden nicht nur zuhören, sondern werden diese Wahrheit im Leben umsetzen. Möge der Herr Sie und Ihre Familie, Ihre Arbeit und Dienste, Ihre Finanzen und Gesundheit sowie Ihre Gemeinde reichlich segnen. Im Namen Jesu Christi. Amen.